Moin. Willkommen in Hamburg, in der Nähe der Norderelbbrücken. Ihr seht hinter mir die neue U- und S-Bahn-Haltestelle Elbbrücken. Auf der rechten Seite ist das Gebäude für die U-Bahn. Diese U-Bahn-Haltestelle ist bereits seit letzten Dezember in Betrieb, seit Dezember 2018. Und auf der linken Seite ist noch im Bau die Haltestelle für die S-Bahn. Mal sehen, ob sie vielleicht zum Fahrplanwechsel jetzt im Winter 2019 fertig wird. So sieht die S-Bahn-Haltestelle von Osten aus, von der B75 aus gesehen. Hier kann man schon deutlich erkennen, dass die Röhre für die S-Bahn sehr ähnlich gestaltet sein wird wie die Röhre für die U-Bahn. Hier sehen wir das Bauwerk aus der Nähe. Momentan fahren hier noch die S-Bahnen in voller Geschwindigkeit durch. Später werden die Züge halten, damit Fahrgäste zwischen S-Bahn und U-Bahn umsteigen können. Ein Glasgang, der sogenannte Skywalk, wird die beiden Stationen verbinden. Unmittelbar südlich von der neuen Haltestelle folgen die Norderelbbrücken. Neben den Eisenbahnbrücken liegt die Freihafen-Elbbrücke für den Straßenverkehr. Hier seht ihr auffällige Absperrgitter. Sie sollten nicht etwa verhindern, dass jemand in die Elbe springt. Nein, ein Teil des Hamburger Hafens war früher zollrechtlich gesehen Ausland, der sogenannte Freihafen. Er konnte nur an bestimmten Kontrollstellen betreten werden. Auch auf der Freihafen-Elbbrücke fuhren früher einmal Züge. In der Anfangszeit der Hamburger U-Bahn gab es Pläne, in der ersten Etage der Brücke eine Strecke über die Elbe zu führen. Die heutige U-Bahn-Station liegt dagegen westlich der Straße und niedriger. Die Norderelbbrücken sind einer der Punkte in Hamburg, an denen besonders viele Züge pro Stunde vorbeikommen. Hier fahren S-Bahnen, Regional- und Güterzüge sowie ICEs und Intercities. Am Abzweig Norderelbbrücke teilen sich die Strecken von Harburg aus in Richtung Hauptbahnhof und Rothenburgsort. Und nun schauen wir uns diesen interessanten Zaun einmal genauer an.
Bahnsteige für die S-Bahn reichen aus der Halle heraus. Sie werden zum Teil an der Rampe liegen, auf der die S-Bahn-Strecke zur Brücke über den Oberhafen ansteigt. Hier seht ihr die beiden Stationen, rechts und links der Straße. Seit Dezember 2018 ist hier der Endpunkt der U-Bahn-Linie U4, bisher allerdings ohne Einzugsgebiet. Nur ein paar Einwohner des Stadtteils Rothenburgs Ort, der jenseits der S-Bahn liegt, können die Haltestelle in vertretbarer Zeit erreichen. Sonst liegen nur Freiflächen rundherum, auf denen irgendwann in der Zukunft mal etwas gebaut wird. Manchmal habe ich den Eindruck, hier fahren hauptsächlich Touristen hin, um sich die Station selbst wegen ihrer interessanten Architektur anzusehen. Interessant wäre es, wenn die U-Bahn hier über die Elbe weitergebaut würde, in Richtung Vettel und Wilhelmsburg. Die S-Bahn ist zwischen Harburg und Hauptbahnhof sehr stark ausgelastet. In Vettel und Wilhelmsburg kommen morgens im Berufsverkehr eigentlich immer volle Züge an. Wenn die U-Bahn nach Wilhelmsburg verlängert würde, könnte sie die S-Bahn entlasten. Die Strecke würde dann, von uns aus gesehen, links von den Freihafen-Elbbrücken, siehe Pfeil, die Elbe queren und irgendwo links der Straße verlaufen. Sie könnte vielleicht dort durch Wilhelmsburg führen, wo jetzt die stark befahrene Buslinie 13 verläuft, die wilde 13, wie sie auch scherzhaft genannt wird. Mit diesen Bildern sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.